Also wo Menschen zusammen leben, arbeiten oder auch spielen, braucht es Regeln. Sie setzen Grenzen und sie eröffnen Räume. Räume für ein gutes und friedliches Miteinander. Das gilt für Hausordnungen in der Schule genauso wie für Verkehrsregeln, für die staatlichen Gesetze oder jetzt auch für die Erlasse zur Pandemie. Zu den wohl bekanntesten und auch ältesten Regeln gehören die 10 Gebote. Das Volk Israel hat sie vor langer Zeit erhalten. Schlimmes hatten die Menschen damals hinter sich. Lange mussten sie in der Sklaverei in Ägypten ausharren. Sie wurden dort gedemütigt und gequält und schrien zu Gott um Hilfe. Auf dramatische Weise ist es dem Mose dann gelungen, das Volk zu befreien. Mit starker Hand und ausgerecktem Arm, heißt es in der Bibel, hat Gott ihn dabei unterstützt und begleitet. Dann waren sie unterwegs in ein eigenes Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Jahrelang wanderten sie dafür durch die Wüste. Als sie am Berg Sinai ankamen, hat Gott den Mose hinaufgerufen auf den Berg und hat ihm dort die 10 Gebote diktiert. Spielregeln sollten sie sein für das Leben in Freiheit. Sie sollten dafür sorgen, dass Israel die Freiheit nicht wieder verspielt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Ich will, dass du frei bist. Also mach dich nicht wieder von anderen Mächten und Dingen abhängig. Gönnt dir jede Woche einen Tag der Ruhe. Ihr Jungen, kümmert euch um die Alten, wenn sie euch brauchen. Achte das Lebensrecht jedes Menschen. Sei nicht neidisch, gönn dem anderen seinen Besitz und bleib bei der Wahrheit. Wo diese Regeln eingehalten werden, da ist ein Leben in Frieden und Freiheit möglich. Da muss keiner sich vor dem anderen fürchten. Deshalb hat auch Jesus diese Gebote ausdrücklich noch einmal bekräftigt. Momentan sind die bekanntesten Regeln wohl die Aha-Regeln. Benutze eine Maske, wenn du unter Leute gehst. Wasch dir regelmäßig die Hände. Halte Abstand, reduziere deine Kontakte. Auch diese Regeln wollen dem Leben dienen, wollen Leben schützen, meines und das von anderen. Das machen die Virologen uns ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass wir gerade jetzt diese Regeln einhalten. Aber je länger es dauert, umso schwerer fällt das. Viele fühlen sich von diesen Regeln und von den weiteren Bestimmungen zur Kontaktbeschränkung eingeengt, in ihrer Freiheit, in ihren Lebensmöglichkeiten. Und so ist es ja auch. Mir selber geht es genauso. Ich fühle mich manchmal regelrecht blockiert in meinem Denken und Handeln und frage mich, was ist denn überhaupt noch möglich? Wie kann ich meine Lebensfreude erhalten und wie kann ich in diesen Zeiten auch gut Kontakte pflegen? Welchen Spielraum habe ich denn eigentlich dafür? Die Spielräume auszuloten und zu nutzen, dazu regt die diesjährige Fastenaktion 7 Wochen ohne an. Sie steht unter dem Motto 7 Wochen ohne Blockaden. Seit Aschermittwoch befinden wir uns ja in der Fastenzeit. Spielräume erkunden und ausloten, das heißt, lass uns doch mal darüber nachdenken und auch darüber reden, vielleicht sogar damit spielen, wie wir trotz aller Einschränkungen ein Leben, das weiterhin großzügig ist und vertrauensvoll, wie wir das hinkriegen miteinander und wo wir uns vielleicht auch selber im Weg stehen. Bei Gesprächen mit Freunden und mit Bekannten habe ich schon wunderbare Ideen gehört. Eine meiner Freundinnen zum Beispiel, die wirft ihren Enkeln regelmäßig solche Naschbriefe in den Briefkasten. Sie zeigt ihnen damit, dass sie an sie denkt und wie lieb sie sie hat. Und Enkel verabreden sich noch regelmäßiger, die Großeltern anzurufen.
Ein Bekannter schreibt seit letzten März seinen Enkeln regelmäßig Postkarten, die er selber gemalt hat. Darauf sind Motive aus seinem Alltag oder auch passend zur Jahreszeit. Die Freundin meines Sohnes hat demnächst Geburtstag. Sie wird ihre Cousins und Cousinen zu einer Webkonferenz einladen und dann werden sie gemeinsam die Pizza essen, zu der sie ihnen vorher den Teig und die Soße vorbeigebracht hat. Und dann werden sie gemeinsam Spiele spielen, die eben auch im Internet möglich sind, zum Beispiel Montagsmaler. In unserem Familienzentrum ist dieses Jahr Fasching aus der Tüte, das Motto. Auch da werden Tüten mit Utensilien für Fasching an die Familien verteilt und dann wird online gemeinsam Fasching gefeiert. Der Chor, in dem ich singe, hat in der letzten Woche mit Proben online begonnen. Lange haben wir gezögert, ob wir das machen sollen. Und jetzt haben wir es probiert und es war sehr schön. All diese Beispiele aus meinem persönlichen Umfeld, die zeigen mir, es geht was. Trotz dieser Beschränkungen, die uns allen wehtun, es geht was. Es ist was möglich. Was es dazu braucht, ist eine große Portion Liebe zu mir selber und zu anderen. Aber diese Liebe, die hat Gott uns ja versprochen. Er wird sie uns geben, ich bin sicher. Was es auch braucht, ist vielleicht die Lust am Experimentieren, so wie wenn man ein neues Spiel auspackt und gleich ausprobiert. Ich nehme mir vor, in dieser Fastenzeit zusammen mit meiner Familie und mit meinen Freunden auf Entdeckungsreise zu gehen, Spielräume zu entdecken. Kommen Sie doch einfach mit. Gott ist in jedem Fall dabei, bin ich ganz sicher. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und von Gott behütet.